Krankenwagen verlassen das Betriebsgelände der Firma Prohl-Wellpappe in Mayen. Am Freitagnachmittag war auf dem Firmengelände aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Papierballen standen in Flammen. Durch den Brand wurden mindestens 5 Menschen verletzt. Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber. Wir haben 9 Patienten hier vor Ort versorgt. Von diesen 9 Patienten mussten wir 5 transportieren. Das waren Patienten, die schwerpunktmäßig halt Rauch eingeatmet haben. Also rauchgasintoxikierte Patienten. Die Schwierigkeit bei den Rauchgasvergiftungen liegt darin, dass die Beschwerden, die dadurch verursacht werden, häufig erst sehr viel später auftauchen und dann aber sehr, sehr heftig auftreten, sodass man im ersten Moment sehr, sehr selten weiß, was denn danach ja tatsächlich passiert. Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren. Zur Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Die Flammen waren laut Polizeiangaben auf ein Nebengebäude übergegriffen. Wir hatten hier bei dem Standort Prohl-Wellpappe einen Brand von Altpapierballen, ca. 1000 Tonnen, die direkt an Produktionsgebäuden standen, beziehungsweise im Sicherheitsabstand von 5 Metern zum Gebäude standen, und die 1000 Tonnen standen im Vollbrand bei Eintreffen. Die Mitarbeiter waren schon am Ablöschen. Dadurch bedingt sind einige der Mitarbeiter auch gesundheitlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr hatte die Produktionsgebäude von außen mithilfe eines Schaumteppichs geschützt. Die brennenden Papierballen wurden anschließend auseinandergezogen und an andere Orte verbracht, um diese abzulöschen. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, dauerten die Maßnahmen mehrere Stunden lang, bevor die Einsatzkräfte wieder abrücken konnten.